einziehen. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. So, damit ein herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, wir bekommen eine Pause und dürfen uns hier mal wieder umsehen. Reden wir mal mit Dr. Lemania. Hallo? Hey. Oh, was ist denn das für ein Gäse? Beliebige Taste drückt zur Unterhaltung. Hallo. Na, verraten Sie mir, wer Ihnen den Stock in den Hintern geschoben hat? Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Nochmal? Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine, der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor, abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte? Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. So redet. Oder? Kann man nochmal was mit dir quasseln? Nochmal redet. Hallo? Hallo? Gar nicht müde? Nee, ich bin wohl nicht müde. Ich muss halt gerade zum Bus. So, ich darf mich an den PC setzen. Nee. Nee. Hm. Hallo. Siehst du, ich darf den PC benutzen. Nee. Nee. Renn her. Schneller laufen. Tut er nicht. Ja, mit dem PC. So. Das Abstergo. E-Mail-Netzwerk. Eingang Lucy. Ausgang gelöscht. Oh. Warne Wittig. Warne Wittig, eher Lea. Ich zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. Oh Gott. Warum unterstützen Sie Ihre E-Mails? Oben stehen. Doch. Ne? Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Unterzeichnen Sie E-Mails oben steht doch von, wenn sie ist. Sie sagten eben etwas von Ende wie Laila. Was meinen Sie damit? Lucy. Warren Wittig. Betrifft Laila. 3. September, 21:05. Halt die Klappe. Genug zu lesen. 3. September, 9:13 Uhr. Die Verwaltung.
vertrauliche Informationen. Schön, dass Sie unsere Ihre E-Mails durch Wools wühlen können. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abserco Industrie dürfen nicht über die Firmapolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Zumindest. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an Paragraph 2.15 Ihre Arbeitsverträge erinnern. Was liegt das mal? Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass nach Serco durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickeln hat. Und dass diese vertraulichen Informationen Abserco mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstattet. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung bereits ihrerseits Abserco irreparabel Schaden zufügen würde, dessen Ausnahms nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abserco für den Fall Ihrer Vertragsverletzung Ihrerseits das Recht erhält, eine Strafe oder Unterlassungsbefehls sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu wirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollen Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Loyalität. Nee. Oh, 3. September, 2.36 Uhr. Warren Wittig, Reir Strift. Wenigstens kurz. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus anlaufen zu bringen. Danke. 2. September, 22.46 Uhr. Von Lucy Stillman an Warren Wittig. Treff ihr stimmt. Warren, haben. Es geht weiter. Nee. Haben heute wieder ihren ACTESS-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden? Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden, dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscode neu zu programmieren. Lucy. Warren bekommt Pause da. Da 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 da. Na, kann er wohl die Klappe halten? Na, da geht noch das Engel da unten, oder? Denkst du, ja, kann ich jetzt aufnehmen? Ich hab mal Ruhe, jeder halt die Klappe. Nee. Kaum schalte ich das Ding an.
Da steht ein Ruhe hier in dem lustigen Irrenhaus hier. Nee, du willst nicht hier. Schön, dass ja auch Kanton ist. Wuhu. Hallo. Oh, der Hund geht mit mehr, bald ist auf das Single. So, da habe ich wieder mein Bett, da geht die Tür zu. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Dann geh ich halt in den Schrank und ziehst dich um. Ich werd mit dir das bestimmt kein Ding. Keine Kamera drin. Aber wenigstens hast du Klopapier, eine gescheite Toilette und du hast eine Spannerdusche. Und so immer man da einen Stuhl braucht. Geh mal ins Bettchen. Und bin schon drin. Yay. Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Nee, ich bin müde. Und ich muss zum Bus. Ist nicht mehr aufgehabt. Da kann ich wenigstens wohl die Schuhe ausziehen, oder nicht? Ich hab aber keine Lust. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Ja, sind wir. Was ist das, das kleine Ding da? Bald, ich kann das Wort auch mal her. In der Größe bist. Bald, wenn du älter bist. Ja, ist ja gut, hör auf umzupinseln. Dann halt diese. Der stand halt nicht da. Bald, immer das Wortchen bald. Moin. So, dann würde ich sagen, ich mache hier Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.